Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Modding-Tutorial. Ich bin der Skipion und wir beschäftigen uns heute mit der Export-Dex-Buildings-Datei, und zwar der hier. Bevor wir wieder anfangen, wie immer, Sicherheitskopie machen, extra Ordner, weil wenn ihr was verändert und ihr habt die Originaldatei nicht mehr und das Spiel funktioniert nicht mehr, ja, dann habt ihr ein Problem, dann müsst ihr das Spiel nämlich neu installieren. Deshalb die Originaldatei wieder irgendwo hinpacken. Wo ihr die Datei findet, seht ihr hier oben am Dateienpfad. Da sollte die normalerweise sein. Nicht wundern hier über das Clean, das ist nur für mich der Hinweis, dass das die nicht veränderte normale Version für mich ist, weil ich habe mehrere Warm Total War Ordner, unter anderem halt die Darth Mod und die Mundus Magnus Mod. Und das halt ist halt für mich der Hinweis, dass das die normale, unveränderte Version ist. So, was kann man in der Datei alles machen? Zum einen kann man dort halt machen, dass zum Beispiel Gebäude bestimmte Boni geben. Bei der Darth Mod ist es ja zum Beispiel so, dass die Straßen halt Bonus darauf geben, auf die öffentliche Zufriedenheit oder die Stadtmauer halt auf Ordnung. Und das kann man hier in dieser Datei halt ja, ändern, dass das halt so ist. Und ich zeige euch jetzt wie und auch wie, wofür der Wert steht. Am besten suchen wir uns einen Tempel raus. Welchen nehmen wir denn mal? Was hast du? Du hast nur auf Net. Nee, nicht auf Zufriedenheit. Ich suche gleich auch Zufriedenheit und Gesetz, damit ich beides habe. Da sind die römischen Tempel schon mal. Haben wir denn jetzt hier einen? Wie noch? Nee, das sind schon die Minen. Okay, dann bin ich schon viel zu weit oben. Dann müssen wir hier weiter runter gucken. Dann, gucken wir mal, wo haben wir beides? Nee. Auch nicht. Na, wo haben wir denn jetzt hier einen? Farmbonus? Nein. Ich hätte einen mit beidem. Hier. Genau. Das hier ist die, ist quasi der Eintrag für Gesetz. Und das ist der hier für Zufriedenheit. Jetzt ist es so, hier steht ja jetzt eine 1 und da steht eine 2 und da eine 5. Eine Zahl, also die 1 steht für 5% im Spiel. Das heißt, wenn hier eine 1 steht, beziehungsweise das ist die Waffen, das ist blöd. Lassen wir die Waffenstufen sind immer anders. Das heißt halt, dass wir werden zum Beispiel Bronze-Upgrades. Wenn da eine 2 stehen würde, wäre es Silber und 3 ist halt ja, Gold. Das wollen wir jetzt aber gar nicht. XP-Bonus geht, glaube ich, hoch bis 9, weil es ja 9 Erfahrungsstufen gibt. 3 Bronze, 3 Silber, 3 Gold. Egal, das wollen wir jetzt auch nicht. Sondern es geht hier um diese Werte, um einmal in den Bonus durch Gesetz und durch Zufriedenheit. So, da steht jetzt eine 2. Das heißt, im Spiel wären das 10% auf öffentliche Ordnung durch Gesetz. Bei der 5 wären das 25. Das ist halt so ausgelegt, dass quasi 1 steht für 5%. Also jeder Zahlenschritt. 2 steht dann für 10%, 3 für 15, 4 für 20. So ist das, was die Boni angeht, was die beiden hier angeht. Wie gesagt, bei den Waffen und bei der Erfahrung ist das anders. So. Ja, und diesen quasi Eintrag würden wir dann bei der Stadtmauer oder bei der Straße oder bei der Kaserne eintragen. Wichtig ist halt nur, dass es unter Cap Ability eingetragen wird. Also hier, darunter und dann zwischen die beiden Klammern. Und auch so, wenn da was steht, dass es dann auch so genau da eingeordnet wird. Also jetzt quasi dann darunter. Auch, dass es hier anfängt, wo die anderen Sachen alle anfangen und nicht irgendwie hier hinten oder hier vorne. Es ist halt wirklich wichtig, dass es genau da drunter ist. So, ich mache das aber mal kurz hier weg. So. Auch wieder, dass das schön abschließt. Was noch wichtig ist, man sieht es hier ganz gut. Es gibt hier Gebäudeketten. Das ist jetzt hier, glaube ich, der Tempel des Vulkanus bei den Römern. Ja, es gibt hier, ja, Tempel des Vulkanus. Wichtig ist halt, dass wenn ihr was ändert, dass ihr es für alle weiteren Gebäude der Gebäudestufen übernimmt. Weil sonst quasi baut ihr quasi den Tempel hier, die erste Stufe, vergesst aber, also ich mache das jetzt mal zum Beispiel, der Tempel des Vulkanus würde jetzt zum Beispiel schon auf Stufe 1 10% auf Ordnung durch Gesetz geben. Ich vergesse das aber bei der zweiten Ausbaustufe, dann ist der Wert natürlich weg. Das heißt, der Tempel bringt den erforderlichen Bonus nicht mehr. Das heißt, ihr müsstet das dann auch dahin schreiben. So, ich möchte das aber jetzt nicht beim Tempel ändern,
sondern wir machen das jetzt am besten für die Straße, weil die Straße hat nur drei Gebäudestufen und das geht halt am besten. Die Straße findet ihr hier. Die ist irgendwo weiter oben. Bauwerk. Oder mache ich es für die... Nee, nicht für den Wall. Ich nehme die Straße. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass ihr es für die komplette Gebäudekette nimmt, weil sonst zählt es halt nur für das Gebäude, was ihr quasi ausgewählt habt. Hinterland, Farms, ja, dürfte. Ja, hier sind die Straßen, genau. Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nur hier, eigentlich wollte ich jetzt durch Zufriedenheit, aber ist egal, ist jetzt nur ein Beispiel, den Wert eintragt, dass es eine normale Straße, so ein normaler Weg, 10% Bonus auf öffentliche Ordnung gibt, okay, gut. Sobald ihr die Straße dann aber ausbaut, ist der Bonus weg, ihr müsst den übernehmen. So, das heißt, wir machen den dahin noch und hier auch. Dann wäre der quasi für alle Stufen der Gebäudekette übernommen. Ja, wie gesagt, das war's eigentlich. Wichtig ist halt, dass das hier unter Cap Ability fällt, zwischen den beiden Klammern ist und für die gesamte Gebäudekette gilt. Bei der Dwarfmod ist es dann zum Beispiel so, dass, also es wäre jetzt, ist jetzt zwar halt Zufriedenheit durch öffentliche Ordnung, aber egal. Normalerweise ist es halt durch Zufriedenheit. Das habe ich, glaube ich, versprochen. Egal. Das heißt, die erste Baustufe würde zum Beispiel 5% bringen, die zweite bringt 10% und die dritte dann bringt 15%. So ist es zum Beispiel in der Dwarfmod, dass dann quasi die erste Strafe bringt. Da freuen sich die Bürger so ein bisschen, so 5%. Oh, dann denken sie, cool, wir kriegen jetzt noch bessere Straßen, da freuen wir uns gleich doppelt. Das heißt, also wir kriegen 10%. Sondern es zählt halt für alle Fraktionen. Ihr seht es hier, der... die Römer sind zusammengefasst, die Griechen sind zusammengefasst, die Ägypter auch und Karthager auch. Da fehlt, unter Karthagern fallen auch die Numidier. Unter Griechen dann halt die Makedonen, griechischen Städte, Thraker und so weiter. Das ist halt aufgeteilt. Ansonsten würde die Fraktion explizit hier genannt werden. Das ist bei den Tempeln halt so. Das seht ihr dann hier zum Beispiel Romans Juli. Oder hier Germans halt und nicht Barbarian, Seleukiden, genau, Dakia, das ist dann halt spezifizierter. Und wie gesagt, es ist halt wichtig, wo habe ich es denn jetzt? Jetzt bin ich wieder so weit unten. Dass ihr das für alle Gebäudestufen übernimmt, dass es halt in dieses Cap Ability reinhaut. Und halt, wie gesagt, das Einzige, was ihr da halt wirklich ändern könnt, wäre halt... ja, also ich würde es halt machen, wenn ich zum Beispiel die Dwarfmod spiele und ein größeres Reich mache. Naja, halt nicht die Dwarfmod. Da ist es ja schon so. Die Mundus Magnus Mod, da ist es nämlich nicht so. Weil dann ich möchte halt ein großes Reich haben und habe keinen Bock halt für alles öffentliche Ordnung hinzubauen, hinzupflanzen etc. Und mache dann deshalb quasi, dass mir das noch ein bisschen hilft, die Städte unter Ordnung zu halten. Ansonsten, man kann es auch so machen, weil es halt realistisch ist. Die Leute denken sich, oh cool, die Kaserne wird ausgebaut, wir kriegen bessere Stadtmauern, wir fühlen uns sicherer. Weil halt durch so Militärpräsenz und halt durch Sicherheit fühlen sich die Leute halt happy. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das mal, ist irgendwie realistisch und durch bessere Straßen freut sich das Volk auch. Also wie gesagt, ich würde es halt auch machen. Ich werde es auch, glaube ich, machen, wenn ich die Mundus Magnus Mod spiele. Halt aus dem Grund, weil es für mich realistischer ist und weil es mir halt ein bisschen die öffentliche Ordnung nimmt. Weil wenn ich die Mundus Magnus Mod spiele, möchte ich auch ziemlich viel erobern. Ist schon mal weg. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie ich wahrscheinlich die halbe Welt oder so erober. Einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich so viel erobern kann. Da werde ich das vermutlich benutzen. Oder wenn ihr halt wirklich wollt, dass es halt realistisch ist. Ja, das war's eigentlich. Wie gesagt... Cap Ability und dann zwischen den Klammern und halt gucken, dass es genau da drunter ist und halt für die gesamte Gebäudekette und halt entweder der Bonus auf Gesetz oder halt durch Zufriedenheit, Happiness war das, genau. Und dass es halt da drunter steht, schön. Ja, und das andere habe ich ja auch kurzerhand erklärt, das lasse ich mal so offen stehen, ob ihr das macht oder nicht, ist egal. Hier könnt ihr übrigens auch die Kosten für bestimmte Gebäude eintragen noch. Hier könnt ihr auch übrigens eintragen, welche Fraktionen alle so einen Tempel bauen können. Zum Beispiel den Tempel hier, da könnt ihr, was weiß ich, noch die Ägypter eintragen, dann könnt ihr den Tempel auch. Aber wie gesagt, es muss für alle Gebäudeketten
abzählen und es muss halt auch so eingetragen werden wie hier. Das heißt, wenn ihr da jetzt noch einen dran packt, müsst ihr auch ein Leerzeichen und dann die Fraktion und ein Komma dahinter und dann muss hier auch quasi genau, dass es so hier wie hier aussieht wieder. Halt nur, dass der Name mehr drin steht. Hier seht ihr es ganz gut. Da müsst ihr einfach dann, dass es halt genau so aussieht. Sonst nimmt er das nicht richtig an. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, ja, fragt einfach. Ansonsten, wie gesagt, bevor ihr die Datei ändert, legt euch eine Sicherheitskopie an. Ansonsten habt ihr ein Problem. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und wie gesagt, einfach dann abspeichern, hier reinziehen, überschreiben und dann seid ihr fertig. Und ja, ich verabschiede mich. Wenn Fragen sind, fragt einfach. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, haut rein. Ciao.